Hallo und ganz herzlich willkommen zur fünften und bereits letzten Folge von Die Lesejury trifft. Ich bin Laura aus der Lesejury und habe in den letzten Tagen im Rahmen der Buchmesse at Home von Basta Lübbe vier verschiedene Autoren und Autorinnen und sogar eine Hörbuchsprecherin getroffen und mit ihnen jeweils über ihre Bücher oder aktuellen Projekte gesprochen, alles unter einer jeweiligen Stimmung. Ja, die letzte Stimmung, die wir heute noch übrig haben, ist die Hoffnung. Und passenderweise habe ich mir dazu Nina Resinek eingeladen, digital. Ihr Debüt, Dich habe ich nicht kommen sehen, erscheint Ende Juli. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ja, liebe Nina, stell dich gerne einmal vor. Hallo, ich bin Nina Resinek. Ich habe den Roman Dich habe ich nicht kommen sehen geschrieben. Genau wie meine Heldin Mari bin ich Juristin und habe 7 Jahre in einer großen Anwaltskanzlei in Frankfurt am Main gearbeitet und habe aber inzwischen den Absprung geschafft und bin mit meinem Mann und meiner Tochter nach Siegen gezogen, wo ich jetzt als Juristin in einem Krankenhaus arbeite. Und ja, die Nächte schlage ich mir damit um die Ohren, Bücher zu schreiben, was mir sehr, sehr große Freude bereitet. Und ansonsten versuche ich natürlich auch, jede freie Minute mit meiner Familie zu verbringen und ja, Bücher vor allen Dingen zu lesen. Dazu kommt man neben dem Schreiben nicht so häufig. Und ja, und ich hoffe, dass ich noch viele weitere Romane schreiben werde. Ich habe es gerade schon angesprochen und bin auch einigermaßen farblich passend gekleidet. Das Thema heute lautet Hoffnung. Was bedeutet denn Hoffnung für dich persönlich? Was bedeutet Hoffnung für mich? Ich habe hier eine Hoffnung auf zwei Beinen rumlaufen, nämlich meine kleine Tochter. Die zeigt mir nämlich jeden Tag, dass das, was ich mir wünsche, wirklich in Erfüllung gehen kann. Und das bedeutet für mich Hoffnung, dass ich wirklich es für möglich halte, dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Und das tue ich. Ja, sehr, sehr schön gesagt auf jeden Fall. Vor allem dieser Aspekt, dass wir eben alle nicht aufhören sollen zu hoffen. Also wirklich eine tolle Botschaft. Wenn du Dich habe ich nicht kommen sehen in 3 Wörtern beschreiben müsstest, welche 3 Wörter wären es? Mein Roman in 3 Worten, rein ins Warme. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Da sind wir mal sehr gespannt auf die Geschichte. Die Lesejury-Community hatte auch noch ein paar Fragen an dich. Und eine Frage davon war, an das Buch angelehnt, wie oft bist du eigentlich selbst schon umgezogen? Also ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben gezählt, wie oft ich umgezogen bin. Und es waren 12 Mal. Das ist viel, oder? Also ich habe an Orten wie Toronto, Mailand, Nairobi, London, Salamanca gelebt, aber auch ganz viel in Deutschland, in Trier, in Koblenz, Dresden, Frankfurt, Siegen, Berlin natürlich und bin insgesamt 12 Mal umgezogen, obwohl ich es hasse, umzuziehen. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber es war so. Wow, okay, 12 Mal ist auf jeden Fall schon beachtlich, vor allem wenn man bedenkt, dass es nicht nur deutschlandweit ist, sondern sogar international. Also Respekt. Eine weitere Frage war auf jeden Fall, ob du auch schon mal etwas Ähnliches wie die Protagonistin aus deinem Buch erlebt hast, das dich vielleicht ja, für die Geschichte inspiriert hat. Also das Loft, das ich in dem Buch beschreibe, ist tatsächlich das Loft, in dem ich gelebt habe, als ich in Berlin gewohnt habe. Und die erste Szene des Buches im ersten Kapitel ist mir tatsächlich so widerfahren. Also, dass ein Vermieter mit Früchtetee in einer Thermoskanne angekommen ist und sich erstmal mit mir auf die Fensterbank gesetzt hat und über das Leben geplaudert hat und über alles geredet hat, nur nicht über die Wohnung. Und ja, es war irgendwie eine total schöne Erfahrung. Und die habe ich dann in meinem ersten Kapitel verwertet. Das ist allerdings auch die einzige Szene aus meinem Leben, die in dem Buch enthalten ist. Aber grundsätzlich wurde das Buch natürlich dadurch inspiriert, dass ich auch in einer Großkanzlei gearbeitet habe, mich da ziemlich fehl am Platz gefühlt habe und mir vorgestellt habe, wie es denn wäre, wenn man einfach plötzlich immer nur noch sagen würde, was man wirklich denkt. Und wie schön es denn wäre, wenn die Leute einen dann plötzlich verstehen würden und man eine Verbindung zu den Menschen bekommen würde dadurch. Und ja, rein ins Warme eben. Und ja, diesem Wunschgedanken bin ich in dem Buch nachgegangen, auch wenn er ansonsten jetzt mit meinem echten Leben nicht so viel zu tun hat und erfunden ist, aber ja, das war der Kerngedanke, der aus meinem eigenen Leben kam.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Vorstellung, immer nur zu sagen, was man auch wirklich denkt, ohne Rücksicht auf Verluste sozusagen. Was mich jetzt zum Schluss noch von dir interessieren würde, ist, was würdest du sagen, sind die Zutaten für den perfekten Liebesroman, beziehungsweise gibt es sowas überhaupt? Also ich glaube nicht, dass es die Zutaten schlechthin für einen guten Liebesroman gibt. Aber wenn ich einen Liebesroman lese, dann wünsche ich mir, dass sich da zwei treffen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen und sich letztlich doch ineinander verlieben. Und genau so schreibe ich im Grunde auch meine Liebesgeschichten. Das heißt, man braucht zwei Hauptfiguren, bei denen die Chemie stimmt, bei denen es so knistert, dass der Leser sich auch wirklich, wirklich wünscht, dass die zusammenkommen. Und außerdem benötigt man einen Konflikt. Und dieser Konflikt kann natürlich von außen kommen, aber aus meiner Sicht ist es viel spannender, wenn der Konflikt von innen kommt. Das heißt, wenn die Hürden, die es zu überwinden gilt, eigentlich im Charakter der beiden Liebenden begründet sind und durch die man sie dann auch näher kennenlernt. Also das sind so die beiden Elemente, die man braucht eigentlich. Chemie, Konflikt. Und dann kann es losgehen sozusagen. Ja, liebe Nina, da sind wir auf jeden Fall einer Meinung, da bin ich ganz bei dir. Sehr, sehr schöne Antwort. Genau, und damit wären wir auch schon am Ende dieses fünften und letzten Videos von Die Lesejury trifft. Einem sehr, sehr spannenden Format, wie ich finde. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Autoren und Autorinnen, dass ihr dabei wart. Es hat mir großen Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Vielen Dank auch an euch als Community dafür, dass ihr so fleißig Fragen gesammelt habt. Ja, ich freue mich sehr über jegliches Feedback, würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns bestimmt ganz, ganz bald wieder. Tschüss! Vielen Dank für das Interesse an meinem Buch und dass ich hier dabei sein durfte. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Auch anderer Bücher.